Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute ist der letzte Donnerstag im Monat Juni und das bedeutet für euch Hörgenuss des Monats Zeit. Einige liebe Booktube-Kolleginnen und Kollegen werden heute auch ihren Hörgenuss wieder hochladen, immer am letzten Donnerstag im Monat. Und ich bin schon sehr gespannt, was mich dann in der Abo-Liste erwartet und möchte euch heute eine Buchreihe vorstellen, die ich komplett bisher gehört habe und auch bei zukünftigen Bänden vorhabe, sie zu hören. Und zwar geht es um die Romantic Escapes-Reihe von Julie Kaplan. Insgesamt gibt es aktuell 5 Bücher bzw. 5 Hörbücher. Ich habe sie auch alle gehört. Ich verlinke euch die Reihenfolge und die Bücher auch unten in der Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei. Und wie gesagt, ich habe sie alle gehört und es sehr, sehr genossen. Aktuell gibt es 5 Bücher. Begonnen hat es mit dem kleinen Café in Kopenhagen. Dann sind wir in eine kleine Bäckerei nach Brooklyn gereist, waren dann in einer kleinen Patisserie in Paris. Dann ein kleines Hotel in Island und ganz aktuell herausgekommen ist der kleine Teeladen in Tokio, den ich jetzt eben auch zum Anlass genommen habe, diese Reihe im Rahmen des Hörgenusses vorzustellen. Es kommt im Oktober, glaube ich, noch das kleine Chalet in der Schweiz und im englischen Original gibt es auch noch etwas, was in Kroatien spielt. Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher oder schlüssig, warum man das ausgelassen hat. Und geplant ist im Englischen ein Cozy Cottage in Irland, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass das dann vielleicht im nächsten Jahr kommt. Vielleicht möchte man jetzt tatsächlich auch dieses Kroatien-Feeling nächstes Jahr in den Sommer packen. Könnte ich mir natürlich vorstellen, dass sich das jetzt mit dem Teeladen irgendwie überschnitten hat oder mit dem Chalet in der Schweiz, was natürlich winterlich dann irgendwie besser passt. Aber ich hoffe, dass die Bücher noch kommen. Wir haben unterschiedliche Sprecherinnen. Der erste Teil wurde von Yara Blümel gesprochen, die ich sehr gerne höre. Dann hatten wir Tatjana Pokorny. Auch der lausche ich super gerne. Und seit Band 3 haben wir dann Hannah Baus. Und auch die, finde ich, macht diese Vertonungen richtig, richtig toll. Also ich habe allen Sprecherinnen bisher super gerne gelauscht. Die Autorin selbst liebt das Reisen und gutes Essen. Und ich glaube, dass das schon wirklich die Verbindung ist, die uns auch bei den Geschichten ja zugutekommt. Denn es spielt immer irgendeine Köstlichkeit eine Rolle und eben auch ja die Reise in die Ferne in der Regel. Und ursprünglich hat sie aber als PR-Agentin in diversen europäischen Großstädten gelebt und auch gearbeitet und lebt jetzt im Südosten Englands, was vielleicht auch erklärt, warum dann einer ihrer nächsten Bücher sozusagen dann eben auch in Irland und Cozy Cottage irgendwie spielt. Vielleicht lässt sich da irgendwie ein Zusammenhang herleiten. Wir begleiten in diesen Geschichten immer jungen Frauen, die irgendwelche Gründe haben, aus ihrem Alltag zu fliehen. Also sei es der Jobverlust, Wohnungsverlust, sei es, dass die Liebe zu Ende geht und alles treibt irgendwie diese jungen Frauen an, eben in eine andere Stadt zu reisen, eine Reise zu machen, in ein anderes Land zu gehen. Manchmal ist es auch jobbedingt, dass sie eben einen Auftrag dort annehmen oder wirklich die Flucht aus dem Alltag, um ihrem Leben aktuell zu entfliehen. Wir bekommen dort sehr viele Informationen über den Ort und zum Beispiel auch die Traditionen. Also sehr spannend, zum Beispiel in Kopenhagen ging es sehr um das Hygge-Gefühl. Wir hatten jetzt aber auch bei Tokio eben die Teezeremonie und was das Thema Kirschblüte und so angeht im Vordergrund. Also wir erfahren sehr viel Kulturelles über die Menschen dort, über die Städte. Wir sind sehr oft eben auch mit unseren Protagonisten unterwegs, wenn sie die Stadt eben erkunden. Egal, ob dann eben jemand Einheimisches sozusagen dabei ist oder sich auch eine ganze Gruppe bildet oder auch einfach so auf eigene Faust. Und so gehen wir im Grunde mit unserer Protagonistin durch diese Stadt und erleben dann eben, was es so irgendwie bedeutet, dort anzukommen. Das ist wirklich ein Aspekt, der mir sehr, sehr gut in dieser Reihe gefällt, weil ich eben immer das Gefühl habe, ich bin dabei. Ich kann mitreisen, ich lerne diese Stadt eben durch diese fremden Augen kennen, die ja mir es im Grunde genauso geht wie der Protagonistin. Und das ist etwas, was mir wirklich große Freude in diesen Geschichten macht. Und auch diese Traditionen im Hintergrund, diese Dinge, die eben auch dazu führten, dass man jetzt ein kleines Café in Kopenhagen hat oder auch beim Hotel auf Island. Das sind super spannende Hintergrundgeschichten, die wir eben auch mit unserer Protagonistin dann erfahren. Die Frauen fliehen ja nicht ganz umsonst in der Regel aus ihrem jetzigen Leben. Sie haben eben ein oder mehrere Probleme und begeben sich eben auf diese Reise, die dann auch irgendwie ihr Leben verändern wird, positiv verändern wird, Impulse geben wird. Und das finde ich tatsächlich sehr schön. Ich möchte nicht unbedingt sagen, dass immer eine Flucht die Lösung ist. Das ist es wahrscheinlich in der Regel nicht.
Aber man merkt eben hier häufig, dass die Flucht eher der Impuls ist, eine Veränderung einzuleiten, die dann eben in den neuen Alltag integriert werden kann. Und das finde ich eine sehr schöne Message, also dass man sich eben durchaus von außen, von einer Veränderung etwas fürs Innere holen kann, etwas fürs Innere zum Nachdenken oder auch zum Anregen gibt und dann eben das, was man da mitgenommen hat, eben in seinen Alltag, wenn man zurückkommt, irgendwie einfließen lässt. Also es sind so wirklich kleine Fluchten und diese Message mag ich super, super gerne. Man hat natürlich auch immer eine kleine Liebesgeschichte, nicht umsonst Romantic Escape, so als Reihengeber, die natürlich eine Rolle spielt in ganz unterschiedlichen Weisen, auch was die Intensität angeht. Oftmals sind es auch Freundschaften, die dann sich vielleicht verändern oder es ist auch mal so Liebe auf den zweiten Blick. Das finde ich tatsächlich schön, dass das nicht so ein Schema F irgendwie ist, sondern jede Geschichte, jede Protagonistin das einfach anders sozusagen erlebt, auch von außen im Grunde ein bisschen anders agiert wird, also dass man eben Freundschaften hat, dass sich dadurch was ergibt, dass man mal Kollegen hat, wo man neu kennenlernt und sich etwas ergibt oder eben auch mal einen Mentor und dass eben nicht immer klar ist, wer ist denn so direkt die Person, die dann am Ende vielleicht zum Happy End führen kann. Ich mag das super gerne und ich glaube, bei einer Liebesgeschichte geht man auch irgendwie an die Geschichte heran und erwartet ein Happy End und ich finde ja, bei Liebesgeschichten ist auch immer so der Weg das Ziel und nicht dann das dort ankommen, weil es ist einem relativ klar, dass man beim Happy End dann auch ankommt. Und ich mag es, dass es bisher auch kein so richtiges Insta-Love gegeben hat. Also es sind schon Liebesgeschichten, die sich langsam aufbauen, wo durchaus eben auch vielleicht die kulturellen Unterschiede wirklich auch nochmal irgendwie besprochen werden, ein Thema sind, die auch vielleicht auch zu überwinden in irgendeiner Art und Weise sind oder dass sich die Menschen eben auch gar nicht eingestehen wollen, dass sie irgendwie zueinander gehören, dass hier ja auch mal der Funke fliegt und ich mag das sehr gerne, wenn sich das langsam aufbaut und das haben wir hier bei der Reihe von Julie Kaplan auf jeden Fall. Die Geschichten empfinde ich immer als sehr wohlig, als sehr warm und sehr entschleunigend. Also ich höre die super gerne wirklich meistens, wenn ich irgendwas anderes mache und kann da sozusagen während der Tätigkeit, sei es das Staubwischen, das Staubsaugen oder jetzt auch mal im Sommer das Rasenmähen, eben trotzdem irgendwie entspannen und habe eben was Wohliges auf den Ohren, während ich so ein bisschen was tue, wo ich jetzt nicht hundertprozentige Konzentration benötige. Und ich mag das super gern. Ich mag dieses warme Gefühl, was man hat, wo man selbst auch das Gefühl hat, man entflieht eben so dem Alltag. Natürlich jetzt auch bei schönem Wetter absolut zu empfehlen, Kopfhörer drauf in den Garten legen oder an den See und einfach lauschen. Und die Bilder laufen dann wirklich ganz wunderbar im Kopf ab. So ist es bei mir. Also ich bekomme immer einen Film gezeigt und bin dann auch wirklich in den Städten, in den Ländern. Und ich sehe auch diese Sehenswürdigkeiten vor mir. Vieles kennt man natürlich. Man hat Bekanntes, was so jeder irgendwie von Brooklyn zum Beispiel kennt. Oder auch die Kirschblüte in Tokio. Aber dann bekommt man eben auch mal Sehenswürdigkeiten, wo es sich durchaus mal lohnt, das große Google zu fragen und einfach mal danach zu schauen, was ist damit jetzt gemeint, wo sind wir jetzt. Und das macht mir eben auch ganz besonderen Spaß. Ich mag diese Bücher wirklich am liebsten, wenn ich sie hören kann, eben aufgrund, dass mein Kopf dann einfach mit reisen kann, entfliehen kann. Ich weiß nicht, ob es lesenmäßig so für mich ein Buch wäre, aber es ist bestimmt auch was Schönes, einfach mal um abzuschalten, an einem Wochenende einfach so mit zu entfliehen. Also ich glaube schon, dass diese Bücher sowohl hörend als auch eben mit Lesen funktionieren. Ich mag hier wirklich das Hören super gerne und mag es, wenn meine Gedanken dann irgendwann zurückgehen und ich wirklich so in dieser Geschichte angekommen bin und dem wirklich dann wunderbar folgen kann und dann im Grunde auch meine kleine Flucht mit diesen Hörbüchern hatte. Mir haben von den 5 Büchern bisher wirklich 4 sehr, sehr gut gefallen. Der Ausreißer war so ein bisschen die Patisserie in Paris. Das war einer der Bände, die mir nicht so gut gefielen, den ich sogar abgebrochen habe. Aber alle weiteren habe ich sehr gefeiert, sehr geliebt. Und das sind definitiv auch Kandidaten irgendwann mal wieder für einen Reread bzw. einen Rehören. Denn ich glaube, dass sowas eben richtig, richtig toll sein kann. Aber die Autorin schreibt ja fleißig weiter. Ich bin sehr gespannt auf das Chalet in der Schweiz. Freue mich ja hoffentlich auf den Cozy Cottage in Irland und irgendwann an die wunderbare Küste Kroatiens. Und wer weiß, was dann noch so ein bisschen kommt. Also es gibt schon noch so ein paar exotische Orte, die man durchaus sich vorstellen kann. Es fehlt ja auch noch so ein bisschen was vielleicht auf den afrikanischen Kontinent.
Da könnte man sich natürlich auch irgendwie einen Bazar noch vorstellen, wo es irgendwie hingeht oder ja, im Grunde auch irgendwie schon sowas Schönes in diese Richtung. Also ja, wer weiß, was uns da noch erwarten wird. Ich kann die Reihe wirklich sehr, sehr empfehlen. Man kann sie auch einfach den Band heraussuchen, der einem am ehesten anspricht. Die Geschichten sind komplett lose, ohne Zusammenhang. Man kann das hören, wie man möchte. Es kommen auch nicht Charaktere nochmal irgendwie vor, sondern wirklich jede Geschichte ist für sich und in sich auch abgeschlossen und fertig. Und man kann mit jeder Geschichte einsteigen, die man möchte, wo einen die Stadt, der Ort eben vielleicht einfach am meisten interessiert. Bei mir war es jetzt eben auch einfach die richtige Reihenfolge, weil ich seit dem ersten Band dabei bin. Aber man kann durchaus Band 5, Band 2, Band 3, Band 1, Band 4 lesen oder hören. Das ist wirklich komplett egal. Ihr habt da keine Gefahr des Spoilerns oder dass ihr eine Entwicklung von einem Charakter irgendwie nicht mitbekommt. Das ist wirklich unabhängig zu hören. Von mir eine wirkliche Empfehlung, ein toller Hörgenuss, so jetzt auch im Juni mit den Teeladen in Tokio. Und ich fand wirklich auch diese Geschichte richtig, richtig schön, konnte richtig toll abtauchen und wünsche euch auch ein wunderbares Abtauchen mit dem Hörgenuss, mit den Hörbüchern und natürlich auch mit den Videos dann der anderen zum Hörgenuss des Monats. Ich freue mich schon sehr auf meine Abo-Liste. Lasse alle Bücher unten in der Infobox da, schaut da gerne mal vorbei. Und ich bin natürlich gespannt, ob ihr gerne Hörbücher hört, ob ihr Wohlfühlromane, wenn man sie so nennen kann, gerne lest oder hört. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, lasst uns da gerne ein bisschen austauschen. Vielleicht kennt ihr ja auch schon einen Teil der Reihe. Da würde ich mich dann natürlich auch über eure Gedanken freuen. Und danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.